Im heutigen Video möchte ich euch ein Rezept für einen veganen, glutenfreien und industriezuckerfreien schokoladigen Kuchen vorstellen. Dieses Rezept ist ein Backrezept, das ist keine Rohkost. Ich stelle euch in diesem Video das aktuelle Lieblingsrezept für einen gebackenen Kuchen meiner Söhne vor. Das sind die Zutaten für den Schokoladenkuchen. Als Backform verwende ich diese Kuchenkastenform aus Glas mit ca. 25 cm Länge. Das sind glutenfreie Getreideflocken, 150 Gramm glutenfreie Haferflocken und 50 Gramm Hirseflocken. Das sind 100 Gramm Mandeln und Nüsse. Ich habe für dieses Rezept 50 Gramm Mandeln, 25 Gramm Haselnüsse und 25 Gramm Walnüsse abgewogen. Ihr könnt aber auch nur Mandeln, nur Haselnüsse oder nur Walnüsse für diesen Kuchen verwenden. Das sind 100 Gramm Pulver, 80 Gramm Kakaopulver und 20 Gramm Karobpulver. Da dieser Kuchen gebacken wird, verzichte ich auf Kakao und Karob mit Rohkostqualität. Ich achte bei diesem Kuchen darauf, dass ich schwach entöltes Kakaopulver verwende, weil dieses am geschmackintensivsten ist. Das ist das Süßungsmittel. Das ist Dattelzucker, 190 Gramm Dattelzucker. Das sind einfach nur getrocknete Datteln, die zerrieben gemahlen werden. Diesen Dattelzucker gibt es zum Beispiel im Bioladen von der Firma Rapunzel. Wer anderes Süßungsmittel für diesen Kuchen verwenden möchte, zum Beispiel Kokosblütenzucker, dann bitte nur 150 Gramm verwenden, weil diese Zuckerarten oder andere Zuckerarten mehr süßen. Der Dattelzucker ist eher ein mildes Süßungsmittel und es bewirkt auch, dass dieser Kuchen zwar schön schokoladig schmeckt, aber nicht zu süß. Wer es richtig schön süß möchte, der nimmt dann bitte auch mehr Dattelzucker. Für meine Jungs hat sich diese Süße so mit 190 Gramm Dattelzucker sehr gut bewährt. Dann haben wir hier Backpulver, das sind 4 Teelöffel. Dann noch ein bisschen Gewürze. Hier in dem Schälchen befinden sich 1 Teelöffel Zimt und einen halben Teelöffel Vanille. Ich bekomme unter den Videos öfters dann die Frage, ja, Vanille ist zu teuer, wo bekomme ich die denn günstig her? Ja, der Preis für die Vanille ist wieder gestiegen, deswegen empfehle ich jetzt aktuell die Tonkabohne. Hat auch einen sehr vanilleartigen Geschmack und ist viel, viel günstiger als das Vanillepulver selber. Also hier seht ihr diese Bohne, also entweder Vanillepulver oder dann eben die Tonkabohne. Und für dieses Rezept kann dann eben eine ganze Tonkabohne in den Kuchen hineingeraspelt werden mit einer feinen Raspel. Die nächste Zutat ist Apfelmus. Das sind 200 Gramm und dieser Apfelmus bewirkt, dass der Kuchen nicht zu trocken wird. Dann haben wir hier noch eine Fettquelle. Das ist Kokosöl, also festes Kokosöl. Das sind 130 Gramm. Der Kuchen benötigt auch noch ein bisschen Flüssigkeit. Das sind 240 Milliliter Wasser. Man kann natürlich auch mit Mandelpüree und diesem Wasser eine Mandelmilch mixen oder wer pflanzliche Milch zu Hause hat, Hirsemilch, Hafermilch, Dinkelmilch, Reismilch, der kann auch 240 Milliliter Pflanzenmilch verwenden. Als erstes stelle ich das Kokosöl in einen Topf mit Wasser und lasse das Kokosöl bei mittlerer Temperatur schmelzen und die Getreideflocken und die Nüsse und Mandeln mahle ich fein. Das Getreide und die Mandeln und Nüsse mahle ich mit einem kleinen Mixer fein. Das hier ist der Foodmatic, der hat auch einen größeren Glasbehälter und damit kann man eben gut Getreide oder Nüsse und Mandeln mahlen. Ich verlinke euch den Foodmatic unten in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar. So sieht dann das fein gemahlene Getreide aus und so die fein gemahlenen Nüsse und die Mandeln. Getreide und Nüsse habe ich jetzt in eine größere Form gegeben, um die restlichen trockenen Zutaten zu vermischen. Da haben wir hier den Dattelzucker, das Backpulver, Karob und Kakao,
Und dann haben wir hier die Gewürze. Ich nehme jetzt die Tonkabohne heraus und gebe Vanille und Zimt dazu. Das Ganze jetzt erstmal gut vermischen. Der Zucker und auch der Karob, die haben noch so ein bisschen Klümpchen. Die kann man dann auch noch ein bisschen auflösen oder beziehungsweise zerdrücken. Die trockenen Zutaten sind jetzt gut vermischt. Jetzt vermische ich Apfelmus, flüssiges Kokosöl und Wasser. Und dann gebe ich diese flüssigen Zutaten hier zu diesen trockenen Zutaten. Das Ganze jetzt gut vermischen, gründlich vermischen. Fertig ist der schokoladige Kuchenteig und der kann jetzt in die Kuchenform umgefüllt werden. Die Backform jetzt entweder noch mit ein bisschen Kokosöl gründlich einfetten oder ihr legt diese Kuchenform wie ich mit Backpapier aus. In diese mit Backpapier ausgelegte Kuchenform gebe ich jetzt den Kuchenteig. Ich habe den Teig noch schön glatt gestrichen und jetzt ist die Vorbereitung für den Kuchen abgeschlossen. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, wenn für mich schon feststeht, dass ich diesen Kuchen für meine Jungs backe und ich dann schon die Zutaten heraussuche, dann heize ich schon mal den Ofen vor und zwar Umluft bei 180 Grad. Nach 35 Minuten ist der Kuchen fertig. Ich habe also den Kuchen 35 Minuten gebacken und in den letzten 10 Minuten habe ich im Backofen noch etwas Backpapier über den Kuchen gegeben, damit er nicht anbrennt. Ich habe den Kuchen jetzt auch schon so circa 15 Minuten abkühlen lassen und ich nehme ihn jetzt aus der Form und entferne das Backpapier. Der Kuchen ist noch ein bisschen warm und bevor ich ihn anschneide, lasse ich ihn noch vollständig auskühlen. Der Kuchen ist jetzt schön ausgekühlt. Ich habe ihn auch schon angeschnitten. So seht ihr das Innenleben des Kuchens. Schön schokoladig, saftig. Natürlich kann der Kuchen noch mit einer Schokoladenglasur verziert werden. Also entweder verflüssigt ihr eine 80%ige Bitterschokolade in einem warmen Wasserbad und gebt dies über den Kuchen oder ihr stellt selber eine Schokoglasur her aus Kakaomasse, Kokosöl, Kakao oder Karob und einem Süßungsmittel. Ich verzichte meistens auf eine Schokoladenglasur, weil ich dann noch extra Zucker verwenden müsste und ich wollte bei diesem Kuchen bei einem ganz natürlichen Süßungsmittel bleiben und nur mit Datteln süßen. Und meine Jungs lieben den Kuchen auch so, wie er ist. Ganz natürlich, ohne Schokoglasur. Das war ein Basisrezept für einen leckeren, glutenfreien, veganen, industriezuckerfreien Schokokuchen. Dieses Rezept lässt sich natürlich auch noch vielfältig abändern. Ihr könnt das Rezept, so wie ich es euch gezeigt habe, auch abändern, indem ihr zum Beispiel den Hirseanteil beim Getreide erhöht oder wie schon erwähnt, ihr könnt auch nur Mandeln verwenden, nur Haselnüsse, eventuell auch mal mit Erdmandeln probieren. Ihr könnt den Kakaoanteil auch weiter runtersetzen und mehr Karob nehmen. Dann schmeckt er natürlich nicht mehr ganz so schokoladig, aber gerade für kleinere Kinder sehr interessant oder für Menschen, die auf den anregenden Anteil, dem Theobromin im Kakao, reagieren. Ihr könnt zum Beispiel auch beim Apfelmus ein bisschen variieren. Es gibt hier auch, wenn ihr jetzt den Apfelmus nicht selber macht, verschiedene Apfelmussorten, zum Beispiel mit Banane oder mit Aprikose. Da könntet ihr auch ein bisschen experimentieren. Oder zum Beispiel auch bei den Gewürzen. Den Kuchen hatte ich im Dezember zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit auch mit Lebkuchengewürz verfeinert. Aus diesem Basisrezept kann man auch ganz einfach einen Haselnusskuchen abwandeln. Ich verwende dann statt der Nussmischung, die ich euch gezeigt habe, nur Haselnüsse und das Kokosöl minimiere ich und nehme dafür mehr Haselnussmus. Haselnussmus gibt es zum Beispiel von der Firma Rapunzel im Bioladen. Und dann lasse ich auch den Kakao und den Karob weg und erhöhe den Anteil der Haferflocken bzw. der Hirseflocken und dann erhält man einen wunderbaren Haselnusskuchen. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass mich eine liebe Freundin zu diesem Rezept inspiriert hat. Sie hat von einem Schokoladenkuchen einer
Bloggerin geschwärmt, dann hat mir das Rezept zugeschickt. Ich habe es noch ein bisschen abgewandelt. Das Rezept war ursprünglich auch vegan, glutenfrei. Und ich habe es noch ein bisschen für uns abgewandelt und da ist dieses tolle Rezept dabei herausgekommen. Also diesen Schokoladenkuchen, dieses Rezept kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Ein wunderbarer, veganer, schokoladiger, glutenfreier und industriezuckerfreier Kuchen, weil man wie ich nur mit Dattelzucker süßt. Wollt ihr noch was sagen? Ja. Was denn? Kuchen schmeckt echt lecker. Mmh.